seine Richtung. Ja, wir sind alarmiert worden mit der Nachbarfeuerwehr Bad Schollerbach auf einen Verkehrsunfall, eingeklemmte Person. Haben dann am Unfallort festgestellt, dass zwei Personen eingeklemmt waren. Haben sie mit Absprache vom Rettungsdienst, der bereits vor Ort war, dann ausgemacht, wie wir vorgehen. Und ja, die Personen sind dann raschest und schonendst und sehr gut befreit worden und haben dann den Rettungsdienst übergeben können. Das heißt, man hat bei zwei Personen dann auch technische Geräte einsetzen müssen, damit man es aus dem Fahrzeug gebracht hat? Ja, genau, das ist richtig. Wir haben mit zwei Rettungsgeräten unabhängig voneinander aus zwei unterschiedlichen Fahrzeugen zwei Personen gerettet. Ja, der war hinterpasst.